Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hallöchen. Wir haben letztes Mal ja das Türmchen gebaut. Und haben festgestellt, das sieht noch ein bisschen nackelig aus. Also da könnten wir zum Beispiel beigehen und aus Fichte, also mit diesen Schildern, Balken andeuten. Können das aber auch mit Schwarzeiche machen. Also wir probieren das mal am besten mit Schwarzeiche aus, weil das soll ja weiterhin so ein bisschen diesen Fachwerk-Effekt haben. Das heißt, wir nehmen uns mal ein Stack davon. Ich muss mal das Zeug hier alles wieder runterpacken, weil wir müssen dafür Tatsache doch noch mal unsere Gerüste aufbauen. So. Und dann brauche ich ja auch noch Sticks. Haben wir irgendwo noch Sticks? Da haben wir noch Sticks. Das ist gut. Hier haben wir noch zwei Schilder. Das ist gut. Okay. Dann machen wir da mal das Zeug draus. Und machen da ganz viele Schilder. Okay. Dann bauen wir mal wieder unsere Gerüste auf. Jetzt müssen wir nämlich doch noch mal nach oben. Einen rüber. Dann wieder die Mitte wählen. Bitte. Bitte ist hier. Ja, da kommt man nicht hin. Müssen da ein wenig zur Seite. Hilft alles nichts. Also gehen wir hier hoch. So, machen wir da einen rüber, damit wir da bequem rüberlaufen können. Jetzt müssen wir unseren Hilfsblock da wieder hinsetzen. Haben wir einen? Ja, wir nehmen Holz. Ist ja auch egal, das ist alles. So, dann setzen wir uns da mal einen Hilfsblock hin. So. Und dann da wieder ein Gerüst drauf, was wir dann wieder nach rechts und links sozusagen ein bisschen verkleiden müssen. So. Okay, weil das ist nämlich jetzt gar nicht so einfach. So. Jetzt ist die Frage, lassen wir da immer einen zwischen frei? Das heißt, der letzte wäre hier unten. Ein hier. Ein dahin. Ein freilassen. So, und der letzte müsste dann hier oben sein. So. Dann schauen wir uns das mal von unten an, ob das ausreicht. Weil ich will das auch nicht zu voll machen, also relativ clean bleiben. Hier müssen wir da. Und wie? Ihr seid ja schon wieder so viele. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, ich denke so mit den einen Dingern Abstand passt das. Passt das ganz gut. Weil ich bin immer noch der Meinung, man könnte da noch Rahmen drumherum bauen. Ich bin da mir noch nicht so ganz schlüssig, das machen sollten. Wir gehen erstmal schlafen. Und dann schauen wir mal weiter. Ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt gerade die Minimap nicht ab. Das heißt, deswegen bin ich immer ein bisschen zu spät dran. Ich kann jetzt gerade mal nicht gucken, wo ich da genau hin muss. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Okay. Weil ich würde gerne da schon so einen Rand drumrum ziehen. Wie ihr wisst, kann man ja diese Schilder nicht drehen. Das heißt also, eine Uhr wird relativ schwierig sein. Also ich denke mal, wir werden da einfach erstmal nur Glas oder so hinmachen. Das
Lass ich dann erstmal weg. Aber ich würde unten vorschlagen, dass wir da so eine Kante ziehen. Und vielleicht oben auch. Schauen wir doch mal. Besser aus. Es ist alles gar nicht so schwer. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil man ja immer und immer wieder da rum. Also hier unten würde ich gerne mal, weil man sieht diese weiße Kante hier unten nämlich Tatsache nicht. So. Und dann würde ich das gleiche hier oben auch noch mal machen. So, okay. Damit das hier relativ einen Rahmen bekommt noch. Da täuschen wir halt quasi so den Rahmen ein bisschen an. Gehen nochmal nach unten gucken. Ob das passt. Ihr wisst ja, das ist immer ein Hoch- und Runtergerenne, aber das ist normal. Das ist nun mal schön, wenn man schön bauen will, so dass man immer wieder nach unten muss und gucken muss. Weil dieses Spiel lebt ja von der optischen Täuschung. Schaut mal, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich würde sagen, so machen wir das. Es kann doch wahr sein. Okay, wir gehen wieder innen weiter bauen. Was soll's? Der Regenwort meint's heute. Nicht gut mit uns. So, wie knallen wir die Schilder hier alle rein? So, und dann schauen wir mal, was wir innen drin machen können. Da würde ich jetzt sagen, nehmen wir mal das hier. Das. Und nehmen unsere Werkbank mit und unser Bettchen. Hopp. Okay. Und ihr wisst, was das heißt, wenn es regnet? Schade aus. So, okay. Dann stellen wir mal unsere Werkbank hier auf. Unser Bett daneben. Dann essen wir mal was. Und dann kümmern wir uns jetzt mal drum. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Tür, also zwei Türen. Oh, mal drei Türen, weil wir müssen ja hier noch die Türen einsetzen. Wieder nach innen gehen, hier anpeilen, Tür rein, fertig. So, das gleiche machen wir auf der Seite. Einlaufen, anpeilen, Tür rein, fertig. So, okay. Jetzt würde ich sagen, wir packen dort dann die Fässer rein. Das heißt, wir werden uns jetzt mal ein paar Fässer machen. Aber nicht aus Fichte, sondern wir werden das Eichenholz dafür verwenden. Okay. Und wir haben ja hier die gearbeiteten Bücherregale, wo man dann Bücher reinstellen kann. Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal die Fässer. Wir haben jetzt 18 Fässer. Da können wir schon einiges bestücken. So, dann gehen wir hier rein. Dann nehmen wir mal die Laterne hier weg. Ja. Und dann stopfen wir hier mal die Fässer rein. So, okay. Also ihr könnt hier natürlich noch viel mehr reinstellen, aber ich finde, das reicht auch erstmal. Dann nehmen wir die eine Laterne und versuchen die hier mal irgendwo ranzupappen. Was relativ schwierig ist, haben wir noch eine freie Tür? Die haben wir nicht. Weil wir haben hier keine geraden Flächen. So. Machen wir uns später Gedanken. Los. So, das gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Ihr könnt natürlich auch was anderes reinstellen, ist klar. Ich mache jetzt Fässer hier rein. So. Da hinten anpeilen und einfach Laterne. Fertig. Hauptsache es beleuchtet, kann nichts sofort. Gut, jetzt haben wir noch 12 Fässer. Die können wir jetzt hier in das Obergeschoss dann reinpacken.
Weil hier hatten wir ja alles soweit schön umgebaut. Es ist hier ein Betrieb. Mann, Mann, Mann. So, okay. Den gehen wir bei. Hier kann man nichts hinstapeln. Das heißt. Bin ich am Überlegen. Wie kriegen wir das jetzt? Oh, weil ihr könnt das ja nutzen. Hier geht's nicht mehr, weil hier ist die Falltür. Okay, und dann könnten wir eigentlich die ganze Wand hier mit Fässern vollstellen. Also, weil da kommt er ja nicht mehr hin. Hier geht's auch nicht. Aber da geht's. Nimm mal die weg. Halt. Du hängst falsch. Oh, nein, du hängst immer noch falsch. Mann, Mann, Mann. So. Oh, oh. So, so, so. So, nein. Du müsst da halt ein Stück zurückgehen. So. Und dann könnt ihr zum Beispiel beigehen und sagen, okay, wir hängen. Haben wir keine Laternen mit? Okay, wir machen uns jetzt einen Marker hin. Hier kommt dann die Laterne hin. So, dann könnt ihr hier auch noch Kisten reinstellen. Und man kommt ja überall ran. Also jetzt außer an die, die dahinter versteckt ist. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. No, aber da könnt ihr sicher sein, das spawnt nichts. Also ihr könnt hier noch Truhen und alles Mögliche hinstellen. Also eine Truhenreihe und... Ja, hier noch was hin. Es geht alles so. Ich mache hier nochmal trotzdem nochmal so ein Ding hin. Was ist eigentlich mit euch los? Was stimmt mit euch nicht? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir ja noch die Geschichte hier. Da bin ich noch am Überlegen. Also ich würde da wahrscheinlich Zäune hinsetzen mit Mauern gepaart. Ich glaube, das sieht am schönsten aus. Wir holen uns mal Mauerteile. Und Zäune, nee, die verbinden sich nicht mit Mauern. Da müssen wir uns Zauntore dann machen. Okay, dann schauen wir mal. Aus was können wir denn richtig schöne Mauern machen? Dann machen wir mal mit. Wir nehmen einfach mal Bruchstein, warum nicht? Halt. Das andere ist drin. Dann nehmen wir die Laternen nochmal mit. Ketten nehmen wir mit. Was haben wir noch so? Zur Verfügung Knöpfe. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Also wie gesagt, das, was ihr wissen müsst, ist, wenn ihr zum Beispiel auf einem Community-Server spielt, sind Kisten immer sehr serverlastig, weil die gehören ja zu den Entitäten durch dieses Redstone da drin. Also wie gesagt, die zählen als Entitäten, warum auch immer, ist ja auch nicht so wichtig. Versucht möglichst dann doch viel mit Fässern zu bauen. Also ich bin ja jetzt hier alleine, also von daher ist das alles okay. So, dann haben wir das. Dann habe ich gesagt, wollen wir Zauntore machen. Dann müssten wir denn hier noch ein bisschen mehr ummanneln. Sticks haben wir noch genug. Dann machen wir Zauntore. Dann habe ich gesagt, machen wir Mauern. So. Und den würde ich quasi jetzt überall hier. Ich stehe natürlich genau da, wo ich hinbauen will. Hier. Hin. Ja, damit. Wo? Ja, und hier können wir natürlich die Laternen auch wieder raufsetzen.
Ja, bauen wir die da hinten auch mal ab. Ja. Ja. Es wird lustig, weil ich ja so eine gemischte Folge hier spiele. So, und jetzt möchte ich immer drei dazwischen setzen. Jetzt bin ich gespannt. Eins, zwei, drei, ja. Eins, zwei, drei, ja. Eins, drei, fünf. Okay. Das heißt, hier sind dann immer zwei, da drüben ist dann jeweils eins, drei, vier, eins, zwei, hopp. So. Also nochmal die Zauntore dahin. So. Also so ein bisschen hübsch das Gelände. Aber damit uns da keiner runterfällt, das brauchen wir nicht. Vor allen Dingen die Villager, die laufen ja immer so ein bisschen bescheuert, wie ihr wisst. Haben wir jetzt ein Zauntor zu wenig? Ich krieg die Motten. Oh Mann. Okay. Ein blödes Zauntor zu wenig. Ah, kennt ihr das auch? So, und dann können wir beigehen. Und wir haben hier eine Mitte. Und stellen dann quasi jetzt hier nochmal eine Laterne auf. Ja. So, und ihr seht, schon sieht das Ganze hübsch aus. So, das heißt, hier kann auch keiner mehr runterfallen. Jetzt hatte ich gesehen, dass wir beigehen können und zum Beispiel diese Bücherregale machen können. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal diese Kante hier wieder machen. Das heißt, wir gehen eine Runde raus. In den Regen. Schmeißen das hier mal weg. Packen das an die Seite. Und jetzt muss ich mal überlegen. Dann nehmen wir wieder das. Das. Wir nehmen mal gleich ein bisschen mehr mit, weil das ist relativ viel, was wir da machen müssen. Okay, gut. Gehen wir wieder rein. Hopp, hopp, hopp. Weil hier unten hatten wir es ja schon gemacht. So, und dann nehmen wir wieder das Ding hier und ziehen jetzt einfach hier wieder so eine Kante rum. Machen den wieder so. Lalalala. Boah, damit können wir hier nämlich was anhängen oder wie auch immer. Also viele bauen deswegen auch mit vollen Blöcken. Ich mache das weniger, weil ich einfach gerne auch so die Innenwände gerne dekorieren mag. Da könnt ihr nämlich auch Muster machen. Also ihr könnt das Ganze hier auch täfeln und Muster reinbauen und das würde dann nicht gehen in ihr das gleich mit vollen Blöcken baut, weil das Muster würde sich dann unweigerlich ja durchdrücken auf die erste Etage. So, jetzt haben wir halt unseren diesen Rand wieder. Hier können wir auch nochmal. Da geht's nicht. Okay. Weil die Falltür hier sitzt. Dann schauen wir mal, wo wir die Dinger jetzt hinsetzen. Ich würde sagen, hier einhin. Und dann bleiben wir hier an diesen Dingern immer. Oh. Ich höre hier eindeutig irgendwo ein Vieh herummohren. Aber wir können natürlich da auch wieder so Rundfenster. Müssen wir mal ausprobieren, wie das aussieht.
Den müssen wir immer noch auswechseln. Ihr wisst, das ist die Mitte vom Haus. So, okay, nochmal das. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht. Also, weil ich habe hier das Problem. Es sei denn, wir machen diese Reihe weg. Und ersetzen die durch eine Gerade. Haben wir noch das Zeug mit? Natürlich nicht. Ach, es ist Nacht. Okay. Gehen Sie aus meinem Bett. Dankeschön. So, das heißt, wir können Shader wieder anschmeißen. Okay. Ich mal gucken. Schwarzeichenstamm. Haben wir noch. Sehr schön. Schwarzeichenstamm. Dann machen wir da nämlich einfach mal. Ich glaube, hier drin ist es dunkel. Warte. So. Damit ihr wollt ja schließlich was sehen. So, und dann machen wir hier einfach das. So. Weil dann kriegen wir nämlich den hier auch hin. Jetzt habe ich überlegt, dass wir das gleich. Mal gucken, das aus. Yum, yum, yum. Wir machen noch mal was an. Ich probiere mal was aus. So. Wenn wir hier da sowas ransetzen. So. So und so machen würden. Dann haben wir hier ein Problem. Das passt. Weil hier muss. So runtergehen. Es ist gar nicht so einfach. Aber es würde uns dann das hier alles ein bisschen hübscher machen. Das könnte man so lassen und dann nur bei den Fenstern lassen. Wir machen das jetzt. So. Einfach mal um zu gucken, wie das ausschaut. Das heißt, hier der an, da der an, der. Dann müsste man logischerweise es auch tiefer. Jetzt haben wir da das Problem, da kriegen wir ja so ein Ding nicht hin. Das so machen. Weil wir kommen ja die Bücherregale rein. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, weil die Bücherregale möchte ich hier reinsetzen. Das heißt, die Dinger hier werden wir einfach runterbauen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das könnten wir hier auch so machen, damit wir da gerade Linien rein. Weil innen drin muss ich das Fachwerkmuster ja nicht wiederholen. Ja, ja. Was sagen Sie denn dazu, wenn wir das so machen? Ist das konform für Sie? Ja. Meinen Sie? Passt das? Okay, dann machen wir das so. Okay, dann machen wir das so. Ganz wie der Herr wünscht. Sie sind zwar kein Bibliothekar, aber ja, wie gesagt, so kriegen wir diese Lücken, die wir ganz dringend ja brauchen für die Bücherregale.
So, okay. Das heißt, hier kommt immer noch. Nein, kommt nicht hin. Da kommen nur die. So, jetzt gucken wir uns das mal von der Seite an, wie das ausschaut. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Weil ihr müsst euch vorstellen, jetzt in diese Kisten da kommen die Bücherregale rein. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Okay. Das heißt, hier kommt der hin. Der kommt hier wieder weg. Da kommt das nach unten. Das können wir gleich auch noch hübscher machen. Mir ist nämlich gerade was eingefallen, wie wir das hier hübscher machen können. Das wird zwar dann gleich nochmal abgerissen, also ein Teil davon, aber das ist nicht schlimm. Wir wollen ja jetzt erstmal so die Grundform reinkriegen. So, okay. Ich finde das immer lustig. Ich sag ja, ich fange etwas an und dann hänge ich mich hier fest und wenn es regnet. Aber wie gesagt, wir brauchen ja die Einrichtung auch. Und wenn wir schon dabei sind, dann geht das. So. Okay. Ersetzen wir einfach einen zwischen. Oh. So. Gehen hier wieder weg. So, jetzt brauche ich die vollen Blöcke. Vollen Blöcke. Vollen Blöcke. Es bleibt wieder so. Das ist wieder so ein Kastenfenster, also Kastending, wo man Bücher reinpacken kann. Okay. Hier rein, der hier rein. Da kann man auch die nehmen. Okay, hier haben wir das auch wieder so. Dann kommt der hier rein. Haben wir noch? Ah, wir haben. Sehr schön. Wir haben es ja. Okay. Das Ding dahin. Das Ding dahin. Also ich muss sagen, so sieht das viel hübscher aus. So finde ich das viel hübscher. Wie findet ihr das? Wie gesagt, noch ist er nicht fertig. Weil wir müssen ja unseren Turm da auch von außen weiterbauen. Aber wie gesagt, hat gerade geregnet. Und dann fängt man meistens immer etwas an, was dann in dem Moment ein bisschen einfacher und ungefährlicher ist, weil wir spielen ja hier im Survival, wie ihr wisst. Und ja, dann hat man eine Idee und dann muss man die unbedingt umsetzen. Also ich denke mal, das kennt ihr auch irgendwo her. Geht's euch auch so? So, okay, dann haben wir nur noch das. Haben wir jetzt noch. Ich brauche mal noch ein bisschen. So. Okay. So. Ja, dann haben wir hier so eine Lücke. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir könnten mal die hier rausnehmen. Und machen dann einfach zu. So, das geht. Es funktioniert doch alles. So, okay. Jetzt haben wir erstmal das so ganz grob fertiggestellt. Jetzt können wir beigehen. Jetzt habe ich mir nämlich was überlegt. Ja, zwei Fässer kommen wir nicht weit. Okay, acht Fässer kommen wir auch nicht weit. So, ich versuche es mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt hier wirklich brauche. Und zwar, gehen wir wieder hoch. Um das ein bisschen hübscher zu machen, nehmt ihr den untersten weg. Jetzt musst du wieder genau peilen. Also genau ranstellen. Okay. Ja.
Ja. Dann habt ihr gleichzeitig wieder so ein bisschen Lagermöglichkeiten. Also ihr könnt die auch mit Falltüren zum Beispiel verkleiden. Aber ich finde immer, anstatt Lager zu bauen, in Dinge etwas zu integrieren und zu verstecken, wo nicht jeder drauf kommt, da kann man nämlich immer schön, also so auch Schätze verstecken, wichtige Dinge. Weil wer guckt schon bitte in solchen Dingern nach? So, okay. Machen wir mal weiter. Immer den untersten weg. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Aber ich glaube, das sieht schöner aus. Weil, wie gesagt, wir können dann auch noch mit Falltüren verputzen und so viele Möglichkeiten. Was kann. Aber ich finde das hier jetzt ganz adäquat. Man hätte es auch in die Mitte machen können, aber denk mal so, jetzt auch. Es sind ein bisschen wirre Folgen, weil ich immer zwischen innen und außen hin und her wechsle. Aber das dient auch meistens dazu, wenn ich in einer Idee nicht so ganz mir sicher bin, dass ich dann einfach in dem Moment mal was anderes mache und währenddessen aber darüber weiter nachdenke, wie ich das hinbasteln könnte. Ah, wir brauchen definitiv gleich noch Fässer. So, wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 5, 6. 6 Fässer brauchen wir. Da liege ich schon wieder am Bett. Eins, zwei, drei, sechs Fässer. Da wir ja eh hier im Haus sind, ist das weiter dramatisch. Da setzen wir denn beide rein. Wie gesagt, immer schön ranstellen. Dann klappt das auch mit dem Einbauen. So, okay. Haben wir das erledigt. Dann stellen wir uns jetzt mal hier hin und gucken uns das mal an. Gesamtbild. Ja, doch, es wird es. Also wie gesagt, diese Mitten, die hier, die werden wir auch noch auswechseln. Da muss mir jetzt noch kurz was einfallen. Oder wir setzen da was vor oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten, hier etwas auch aufzuhängen, hinzustellen oder wie auch immer. So, gehen Sie mal bitte aus dem Bett. Wieso lassen Sie eigentlich immer die Tür offen? Was soll das? Hier kann doch jeder reinkommen. Na was, hö? Interessiert Sie nicht? Mich schon. Mag keine Überraschung. So, das heißt, jetzt werden wir beigehen und diese Dinger mal machen. So, jetzt haben wir schon mal 14 Stück. Jetzt ist die Frage, wenn wir die da alle hinhängen. Da gehen wir nicht. Und das jetzt mal genau bis zu der Seite. Haben wir natürlich wieder zu wenige. Und hier würde ich nämlich beigehen und Tatsache die Dinger da so umgedreht in Kleistern. Ja. Mal die hier auch gleich hin. So. Den können wir hier nämlich auch immer so Fensterbänke noch hinsetzen. Ja. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt hier immer nur zwei hin. Oh? Haben wir noch was? Ey, wir haben hier einen Verbrauch. Wahnsinn. So. Weil in die Lücken würde ich Tatsache das hier.
Ihr könnt natürlich da auch Treppen stehen. Also ihr seht, es nimmt langsam Form an hier. Weil diese Bücherregale, um es euch zu sagen, also geht darum, dass ich hier meine Zauberbücher zum Beispiel alle unterbringen möchte dann. Ja, also alle möglichen Bücher. Wir werden dann auch einen Teil hier noch austauschen gegen echte Bücherregale. Aber ihr versteht schon das Prinzip, was ich meine. So. Jetzt muss ich mal gucken. Diese Bücherregale. Wartet mal. Ich baue mal eins ab, damit ich weiß, wie das Ding heißt. So. Ist das jetzt ganz kaputt gegangen? Ui, das ist nicht gut. Haben wir etwas mit Behutsamkeit? Wir haben etwas mit Behutsamkeit. Okay, dann versuchen wir das mal so. Okay, jetzt haben wir so eins. Das nennt ein gearbeitetes Bücherregal. Ah. Ja, das ist, weil wir jetzt kein Zeug bald haben. Bin ich gerade überfragt, wie haben wir denn das gemacht? Wir hauen mal das. Gemacht. Alter, sind so. So, okay. Ah, okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch mal zwei. Was fehlt denn jetzt? Die haben wir. Kriegen wir noch mal. Okay. Also wie gesagt, wir müssen uns nur merken, dass die halt mit Behutsamkeit nur abgebaut werden. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist nämlich einer von den neuen Blöcken. Okay, jetzt muss man trotzdem mal weitermachen. Ich habe jetzt noch vier Falltüren. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche noch mal Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Fichtenholz. Hier haben wir noch Fichtenholz. Weil ich brauche wieder Falltüren und Falltüren und. Immer die Bücherregale, Junge. War da bestimmt irgendwo noch so ein Kasten. Aber noch so. Okay, da haben wir dann auch wieder nicht genug, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, jetzt brauchen wir wieder. Davon wieder ganz viel. So. So. Okay, dann haben wir da wieder welche von. Dann können wir das erstmal weiter so machen, wie wir es gerade gemacht haben. Dahin. 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 Da, da. Dahin. 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 Also ihr merkt, ich versuche schon. Synchron, also möglichst synchron zu bauen, synchron, also gleichmäßig, gleich aussehend. Und ja, wir wollen noch Falltüren. Ja. Also symmetrisch, genau, symmetrisch, wollte ich sagen. Symmetrisch,
symmetrisch bauen, damit das halbwegs so schön aussieht, weil es wird ja dann durch die Deko noch anders. Also wenn ihr dann die ganze Deko da einsetzt. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Bücherregale. Wir brauchen eins. Sieben Stück. Sieben. Sieben Stück. Okay, dann schauen wir mal, ob wir nochmal sieben Bücherregale hinkriegen. Okay, schauen wir doch mal. Eins, zwei, drei, vier, sieben. Okay, sieben Stück. Und wie gesagt, da bauen wir dann später mal irgendwie mit Behutsamkeit ein paar ab und machen da diese anderen Bücherregale zurück. Gut, okay. Das heißt, das haben wir auch schon alles. Es wird, es wird. So, okay. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Haben wir hier noch ein paar von diesen. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob das schöner aussieht, wenn man hier nochmal so. Ihr versteht schon. Noch so ein Ding ransetzt. Nein, dann müssen wir erst hier Fichtenholz machen. Recht dicke. Das sieht nämlich auch schöner aus. Man kann das natürlich dann auch noch vorziehen. Das kann man auch machen. Nee, das wird dann zu viel. Also, wir lassen das mal so, dass wir nur diese Eckpunkte machen. Weil hier können wir sie nicht hinsetzen, ihr wisst, sonst kommt man nie mehr durch. No? Und hier ist ja schon so ein Eckpunkt gesetzt. Wie gesagt, einfach so kleine Eckpunkte rein. Ich glaube, da kann man auch Laternen dann ransetzen. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, seht ihr? Und schon erfüllen sie einen Sinn, einen Zweck. Hopp. Hopp. Beleuchtung. Wichtig. Okay. Dann haben wir das hier zumindest schon mal. Ihr seht schon, Regenpausen nutzen sich immer wundervoll aus. Wir machen mal einen Shader an, damit ihr das hier so also mal mit Shader seht. Es sieht doch schon mal sehr gemütlich aus. Ziemlich holzig, aber gemütlich. Hier können wir dann später Deko aufstellen, wie oh, alles Mögliche. Gut, okay. Dann haben wir das jetzt soweit auch fertig. Ich befürchte, dass diese Folge schon wieder zu Ende ist und es wird schon wieder Nacht. Oh, die Sonne geht unter. Also, wir haben eine Menge ungeschafft. Aber wie gesagt, die Folge ist schon wieder vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Eure Bobo. Ciao.